Recht herzlich willkommen zur 65. Folge von Simotrans. Ja, wir sind hier unten unterwegs. Das Schiff hatten wir letztes Mal angeklickt. Kriegen wir das jetzt mal wieder angeklickt? Ja, das wäre unterwegs zur Bohrinsel. Da müssen wir schauen, dass wir das dann hinkriegen, dass da Öl transportiert wird. Na, das war ja von hier nach da, diese Linie. Der ist jetzt allerdings erst hier am Rumkriechen. Der muss einmal da ganz rum. Nicht so dolle, aber ist halt so. Dann würde ich sagen, schauen wir einmal in die finanzielle Seite kurz nochmal wieder rein. Was sagt der Monat? Der letzte lief noch ganz gut. Dieser ist ein bisschen im Minus, weil wahrscheinlich gerade erst angefangen. Ja, 14. Oktober ist schon mittendrin, aber da könnte ein bisschen mehr kommen, ne? Das ist nicht so gut. Dann gehen wir hier auf die Listen, suchen uns wieder schlechte Schiffe oder Züge raus, die keinen Gewinn machen. Ich kann es anklicken, ne? Ich weiß, welches es ist. Und es müsste auf beiden Richtungen was fahren, damit, ja, damit es sich lohnt für das Schiff, ne? Also das ist ja da oben auf, deswegen geht das hier nicht, ist klar. Ja. Was ist das denn? Ja. Das bringt die Milch rüber. Das transportiert Stückgut. Ich weiß aber nicht, was wir hier bräuchten, das ist das Problem, was von da unten hoch könnte. Gucken wir unsere schicke Karte doch nochmal an, ob da irgendwie was zu finden ist. Ist da irgendwo was? Döbeln. Die Industrien, wo sind die Industrieliste? Da ist die Industrieliste, aber das bringen wir auch nicht weiter. Ich will die Werteskala, geometrische Erzeugnisse, Auswahl. Städte sind ausgewählt. Wo sind die Industrien? Die sind nämlich wohl nicht ausgewählt. Warten, Besitzer, Wähler, Freileitung, Depots, Gleis, Tempolimit, Verkehr, Abfahrt, Drucks. Stadtgrenzen, auch interessant. Okay. Sehe aber nichts. Fabriken, da sind die Fabriken. So, dann wenn man da jetzt dran klickt, ne? Eigentlich sollten dann die Verbindungslinien kommen, tun sie aber nicht. War das nicht mal so? Transportnetz aus, ist es dann ohne? Ah, ohne Transportnetz geht's. So, der Bauernhof, der dort ist, sollte was darüber liefern. Zuckerfabrik. Der Importeur bringt es auch zum Markt. Der Bauernhof bringt es auch zum Markt. Sind wir hier? Flügelhof zur Tierfutterfabrik oder das? Und da ist auch nichts. Chemiewerk, Raffinerie. Na, das läuft alles nicht in die andere Richtung. Schade, ne? Oben haben wir noch die Kohle. Da. Achso, das ist eine Stadt. Ja, bringt uns alles nichts nach unten. Könnte jetzt noch den Bauernhof da anschließen, ne? Aber der ist ja angeschlossen im Endeffekt auch, ne? Das ist ja die Milch, die transportiert wird. Ist noch irgendwas anderes da drin? Ne, ne? Vieh wäre noch, aber das Vieh wird nicht gebraucht, sozusagen. Ne? Da muss erst was anderes gebaut werden. Großbäckerei, Flügelhof, hier ist keine Industrie, ne, oder? Ne, war nicht. Hier unten sind noch, na, das haben wir jetzt schön hingekriegt. Einmal hier runterschieben, haben wir schon, gut. Aber jetzt funktioniert das nicht mehr, oder was? Industrieliste. Wieso geht das jetzt nicht mehr? Da, jetzt geht's wieder. Keine Ahnung, warum es eben nicht ging. Die Höfe gehen hier nicht, oder was? Wieso funktioniert das jetzt hier unten nicht mehr? So, jetzt geht's aber wieder. Dahin, dorthin. Die alle nach da und da und da. Warte mal, das ist doch ein Getreidehof und der braucht so Tierfutterfabrik.
Aber das wird nicht in Paletten abgeliefert, ne? Das ist das Problem. Sonst hätte ich gesagt, können wir das rüberbringen, ne? Aber landwirtschaftliche Erzeugnisse gehen leider nicht auf Palette, deswegen bringt es uns beim Schiff dann auch nichts. Okay, gut, gucken wir weiter. Städtebau hier, ja, der fährt fröhlich durch die Gegend. Der auch. Ist hier, glaube ich, noch eine Straße zugekommen vielleicht. Ändert aber auch nichts da dran. Ne? Wo fährt er lang? Ja, er fährt hier die Stadt ab und dann drüben zur Dingens. Wie heißt es? Zur Attraktion hier unten. Bringt auch nichts. Der LKW, wo fährt der lang? Ne, der steht sogar. Ah, jetzt darf er. Bei der Großbäckerei bringt er Eier und Backwaren durch die Gegend. Okay. Fährt. Warum der jetzt Minus macht, weiß ich nicht. Eigenartig. Ah, und der Ölzug, der wartet jetzt irgendwo. Oh, der hat, glaube ich, eine Panne. Ne, eine Panne hat er nicht. Der hat keine Ausweiche. Okay, da können wir gleich die Blockade wegmachen. Hat gut geklappt. Schön, dass wir es auch gleich sehen. Wo ist der Zug? Der Zug ist hier. Bedeutet, wir machen hier gerade ein bisschen länger. So und so. Und ein Signal hin, dann geht das schon. So, jetzt können die beiden auch fahren, ohne dass sie sich behindern, ne? Der sollte eigentlich auch jetzt losfahren, oder? Ach, jetzt fährt er. Na, ich wollte schon gerade sagen, jetzt fährt er falsch. Nein, er fährt richtig. Oh, der hat aber hier eine große Lücke hinten dran dann, ne? So, nicht so schön. Und da zieht er den mit dem Seil. Jo, gut, das läuft dann da an der Stelle auch. Aber warte mal, wenn wir hier das gemacht haben, dann muss dieses Signal weg, oder? Das brauchen wir da nicht. Das machen wir besser weg, das gibt nur Behinderung dann. Und hier würde ich es auch besser wegmachen, glaube. So. Aber das ist ein Auswahlsignal. Das wäre jetzt nicht so dolle, ne? Warum fährt der jetzt nicht weiter? Kommt von der Gegenseite einer oder was? Ja, deswegen fährt er nicht weiter. Ja. Der muss dahin, ne? Der ist jetzt auch wieder blockiert dadurch, oder wie ist das? Da können wir uns gleich schon die Liste angucken. Fahrplan. Ja, Döbeln. Riedenburg, ah, das passt dann wieder nicht, ne? Linie kannst du gleich ändern. Das war Öl. War das Öl? Ölhafenraffinerie. Genau. Der fährt jetzt durch. Und wird immer das Problem, dass er da nicht ankommt, ne? Reicht der Bahnhof? Ja, ne? Der reicht, oder? Da ist er jetzt auch richtig angehangen. Ja, warte mal, Liste. Linie ändern, so nicht Liste ändern. Döbeln, Nordwald. Ist hier. Und dann da einfügen. Den. Haben wir. Dann fährt er hier komplett durch. Da kommt er auch an keinem Bahnhof eigentlich vorbei. Das passt. Und die Frage, wo muss er hin? Riedenburg Raffinerie, Betriebshof? Das ist schon hier, ne? Okay, dann ist sein Ziel hier, das passt dann schon. Gut. So, der wartet jetzt aufs Ölschiff dann, ne? Naja, ist okay, das ist halb so wild. Können wir gerade einmal auf der Karte gucken, wo das ist. Ah, das ist hier. Das wird noch eine Weile dauern, bis das ankommt, ne? Ja. Was haben wir da für ein Schiff? Achso, das ist so ein Personenschiff, ne? 415 von 500, das fährt schön. Das fährt plus ein, ne? Gut, Liste hatten wir hier noch. Der ist klar, der wartet jetzt dann da. Der ist auch noch unterwegs. Ja, das sind jetzt alles hier. Stau beim Rausfahren jetzt, oder was? Falsche Taste. Das ist auch nicht so dolle, ne?
Laden sind die alle, ne, oder? Das sind alles die gleichen wahrscheinlich, alles hier welche. Machen wir gerade einen Tacken schneller. Ja, die fahren alle raus. Aber sie fahren auf jeden Fall auch schon mal. Das ist ja auch nicht verkehrt, ne? Hier hinten ist was blockiert. Getreidehof, Norddeutsche Mühle. Ach so, der ist noch hier hingefahren, obwohl er da gar nicht hinfahren soll. Das liegt wahrscheinlich daran, dass der noch nicht die neue Route hatte. Steht der nächste da und der wird auch dieses Problem wahrscheinlich haben, oder? Ne, der fährt sogar durch. Cool. Beide weg. Okay. Die fahren aber auch ganz woanders hin. Naja, wird schon passen, ne? Traktor steckt fest. Ist erledigt. Ja, nochmal hier. Monat haben wir. Ja, ne, haben wir nicht. Aber da läuft's. Ist auch besser wieder geworden. Daneben geklickt. Läuft, ne? So. Dann ist die Frage, was machen wir als nächstes? Jetzt hier gibt es ein Baggerballett. Ja, ist die Frage, ob es das irgendwie so anzuschließen bringt, solche Sachen, ne? Obwohl auf der Insel, ne, Insel ist es ja nicht, da vorne beim Schiff, da war es ja zwei Sachen hier, ne? Die Frage, wo die hinwollen, ne? Weil das sind 120 Passagiere, das würde sich lohnen. Und da sind sogar 240, ne? Straße ist in der Nähe. Das ist jetzt die Frage. Man könnte die ja definitiv hier zum einem Schiffsanleger bringen und dann weiter befördern, ne? Schwebebahn da, Schiffe. Was ist das? Na, Schiffsanleger? Nee. Passagierterminal, das wäre hier, ne? Also es müsste schon hier sein, irgendwo. Ah, guck mal, hier wird es auch gehen. Kann man das da so machen? Ja, kann man da so machen. Ist alles abgedeckt. Und dann bringt man noch zu diesem Terminal dann noch die anderen Passagiere vielleicht hin. Ja, da können wir auch die Fabriken noch anschließen mit der Bushaltestelle, oder? So, das ist erledigt. Dann brauchen wir jetzt das. Das. Fahren dann hier vorbei. So, und bis da. Passt, oder? Ja. So, dann gibt es eine Bushaltestelle. Die muss einmal dazu hin. Und ja, die gehört dann auch dahin. Das ist schlecht abgedeckt, ne? So, und dann hätten wir hier noch einen. So, und da sind ja auch Arbeiter bestimmt, ne? So, das ist zweimal das gleiche, ne? Ja. Würde ich jetzt ungern so machen, dass das eine neue Bushaltestelle wird. Die muss ich dann mal gucken, wie ich das hinkriege. Einfach so durch. Oder? Dann das wegwählen. Aber wir machen es so, passt schon. Und die kommt jetzt hier hin. Das ist dann immer noch eine, ne? Gut. Dann machen wir da einen Bus drauf. Aber wir müssen das mit dem Schiff anschließen, auf jeden Fall, ne? So, da müsste man gucken, wo fährt ein Schiff mit Passagieren hin und her. Hier wohl nicht, ne? Oder doch? Doch, hier auch.
Details. Motorschiff Milch, Döbeln, Hafen, Markt, Döbeln. Döbeln, Altenau, das müsste das Passagierschiff sein, genau. Dann ändern wir diese Linie. Döbeln, Waldweg, Hafen. Das hier, ne? Ja. Und dazwischen kommt der noch rein. Passt. Und hinzufügen können wir den auch nochmal. Passt. So, dann sollte der auf jeden Fall angefahren werden, ne? Gut. Allerdings würde ich jetzt sagen, nochmal gerade in die Details, die Linie und das Schiff einmal aufmachen, dass wir sehen, wo es ist. Das weg. Das weg. Also hier müssen auf jeden Fall Passagiere sein, schon alleine deswegen. Kommen aber gerade nicht. Aber wir machen jetzt noch eine Buslinie auf. Warte, das Depot ist hier. Und da müssen wir gucken, welchen Bus wir nehmen. Passagiere. Das ist erstmal, ja, ich glaube, wir könnten. Ja, können wir den großen nehmen? Das ist die Frage. 100 Passagiere, 60 Passagiere, 54, 58. Ich glaube, der mit 60 Passagiere wäre es wahrscheinlich, ne, oder? Machen wir mal. Fahrplan. Und der fährt da los, fährt dahin. Fährt dahin. Oh, hier wollten wir noch eine Abdeckung haben, ne? Dann bauen wir das schnell noch. Passt jetzt. Und können das zumachen, machen das wieder auf und setzen dann da den hin. Und dahin. Und dann eigentlich die Rückfahrkarte, ne? Sollte passen. Das ist eine neue Linie und die neue Linie heißt. Döbeln. Übersee nennen wir das. Gut. Und dann starten wir den Bus. Den lassen wir offen, damit wir sehen, ob da Passagiere kommen. Und er ist da rausgefahren, den möchte ich auch noch sehen. So, die drei sind dann wichtig. Wo ist er unterwegs, das ist die Frage. Und wann kommt der vor allem, ne? Jetzt hat er 465 Passagiere. Döbeln Waldweg. Über Döbeln. Achso, das ist alles unten. Ja, der hat noch eine ganz schön lange Tour zu fahren dann. Wird sich hier wahrscheinlich dann auch nicht so machen, ne? Erstmal. Gut. Machen wir wieder Minusgeschäft hier erstmal. Aber naja, wir müssen irgendwie was machen und das wird sich dann irgendwann auch ergeben. Die werden irgendwann merken, dass man da auch hinfahren kann. Vielleicht sollten wir mal gerade. Das ist der Anleger, ne? Da steht ja keiner, ne? Ist klar. Aber hier fährt er ja auch hin, ne? Da müsste da ja einer stehen für, wie heißt der? Döbeln Alter Elbtunnel Hafen. Döbeln ist nix. So, dann können wir noch nach da oben klicken, weil da kommt er ja her. Und gucken hier nochmal den Altenau oder wie der auch immer heißen, der Hafen. Hadexen. Baustoffhandel. Ne, hier ist noch keiner zugekommen, der jetzt zu der neuen Haltestelle will. Aber vielleicht kommt das nochmal. Ist jetzt auch nicht schlimm, dass der da vorbeifährt, das Schiff. Das ist jetzt nicht, ne? Ja.
Hier wird sich natürlich wenig tun, einfach aus dem Grunde, weil, ne? Die Arbeiter müssen aus den Städten kommen. Hier sind natürlich schon Passagiere, ne? Das ist klar. Die wollen wahrscheinlich alle hier hin. Achso, der ist da unten. Oh, da wartet auch schon einer. Lilienthalstraße. Okay, dann läuft das auf jeden Fall. Der fährt dann wohl mit dem Schiff, weil die ist ja jetzt nicht hier, die Lilienthalstraße, ne? Oder ist das hier oben eine? Nein. Gut, also es wird definitiv schon angenommen. Nur der Bus, der ist vielleicht überdimensioniert in dem Sinne. Der fährt uns dann noch ein paar Mark minus ein. Gut, okay, das müssen wir dann weiter beobachten, schauen, wo wir was wieder demnächst verbessern können oder effektiver gestalten, müssen wir dann mal schauen. Ich bedanke mich aber erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.